Hi, ich bin Maurice Mülder, Athletiktrainer bei Bayer 04 Leverkusen und ich mache euch mit Jakob fit für das Comeback. In dieser Folge widmen wir uns der sportartspezifischen Ausdauer. Im Spiel haben wir immer wieder Sequenzen mit hochintensiven Belastungen. Um auch den 30. oder 40. Sprint noch mit einer guten Intensität absolvieren zu können, müssen wir diese wiederholte Sprintfähigkeit trainieren, aber auch die gute Regenerationsfähigkeit zwischen diesen Belastungen. Ich zeige euch zwei Möglichkeiten, wie wir hier bei Bayer 04 Leverkusen die wiederholte Sprintfähigkeit trainieren. Je nach Position haben wir natürlich unterschiedliche Anforderungen. Auf den Außenbahnen haben wir eher geradlinige Sprints, die etwas länger sind. Bei der ersten Methode wollen wir geradlinige Sprints bis von 16er bis zum 16er machen. Ihr sprintet so schnell ihr könnt die gerade Strecke, lauft locker, das ist eure Pause, den 16er entlang und sprintet auf der anderen Seite wieder zurück. Die zweite Möglichkeit ist viel interessanter für unsere zentralen Spieler. Hierfür absolvieren wir den Sternlauf. Der Sternlauf über 7 bis 8 Sekunden Belastungszeit beinhaltet deutlich mehr Richtungswechsel. Wir haben immer eine kurze Belastungszeit, dann aber wieder eine Pause. Beim Sternlauf absolviert ihr einen Lauf von einer zentralen Position zu vier weiteren Hütchen, die sternförmig um dieses Hütchen angeordnet sind. Lauft so schnell ihr könnt, dann habt ihr danach jeweils eine etwas längere Pause. Die Richtungswechsel machen diese Form etwas anstrengender. In diesem Block habt ihr zwei Möglichkeiten zum Training der sportartspezifischen Ausdauer kennengelernt. Wir wollen hier vor allen Dingen die wiederholte Sprintfähigkeit trainieren. Je nach Position habt ihr jetzt also die Möglichkeit, Gas zu geben. Um ein bisschen Variation reinzubringen, könnt ihr vor allen Dingen die Wiederholungsanzahl, aber auch die Distanzen verändern. Wenn ihr noch nicht so fit seid, startet erstmal mit weniger Wiederholungen. 5 sollten es mindestens sein. Ihr könnt aber auch die Hütchen etwas enger zusammenstellen oder eine kürzere Distanz auf der Außenbahn laufen. Jetzt geht's an den Ball. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Thema, Dribbling.